Wie schön es ist, ein angenehmes Bad zu nehmen. Aber irgendetwas fehlt noch. Eine Badebombe. Doch wie funktioniert die eigentlich? Hi, Ken! Hi, Barbie! Ich kann dir das Prinzip einer Badebombe erklären. Beginnen wir noch mit der Herstellung. Man braucht 100 Gramm Natron, 50 Gramm Zitronensäure, 50 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Öl und eventuell Aromen. Man mischt alle Zutaten in einer Schüssel zu einer gleichmäßigen Masse zusammen. Anschließend formt man die Masse zu einer beliebigen Form und lässt sie trocknen. Am schnellsten geht das in einem Backrohr. Wenn man Natron mit einer Säure vermischt, entsteht CO2, Wasser und ein Salz. Wenn das Ganze mit Wasser in Berührung kommt, wird das Gas freigelassen. Dadurch entsteht der Sprudel.